Die meisten deutschen Bundesländer haben angekündigt, Schulen und Kitas zu schließen, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. In den kommenden Wochen sollen die Lehrer online unterrichten. Lehrervertreter beurteilen das kritisch. Ich glaube, dass die Schulen in Deutschland da sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Wir haben Schulen, die haben überhaupt kein WLAN. Wir haben Schulen wie hier, die sehr gut ausgestattet sind. Französische Kinder hatten am Freitag ihren vorerst letzten Schultag. Eltern stellt das vor besondere Herausforderungen. Es besteht ein Risiko. Wir hätten es vielleicht schon vor einigen Wochen tun sollen, wenn man die Erfahrung anderer Länder berücksichtigt. Ich glaube, es ist ein bisschen zu spät. Einige der Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie schränken das tägliche Leben ein. Die meisten Franzosen arrangieren sich damit. Ich sage mir, wenn mir etwas passiert, dann ist das so. Nein, ich mache mir keine allzu großen Sorgen. Ich bin vorsichtig, ich wasche mir ständig die Hände. Was soll ich sonst noch tun? Überall in Europa treffen die Regierungen drastische Entscheidungen, wie hier in Tschechien. Restaurants und Bars im ganzen Land müssen um 20 Uhr schließen. In Österreich dürfen sie nur bis 15 Uhr Gäste bewirten. Außerdem haben viele EU-Länder Polizeikontrollen an ihren Grenzen eingeführt. Auf vielen wichtigen Verkehrswegen gibt es Einschränkungen, ebenso im Bahn- und Flugverkehr.